Und willkommen in der dritten Episode zum Thema Effektiv Lernen. Effektiv Lernen, jetzt nicht mehr so viele Werkzeuge wie in der zweiten Episode, sondern jetzt nochmal ein paar Tipps zum Thema, wie lernt man besonders effektiv. Das heißt, nutzt man die Zeit, die einem zur Verfügung steht. Das Ganze basiert so ein bisschen auf dem Buch The Study Skills Handbook von Stella Cottrell, was so ganz erfolgreich auf Amazon vertrieben wird. Die hat auch eine eigene Website dazu, Skills for Study, wo man sich auch immer wieder Tipps anschauen kann. Hier so ein paar Dinge, da müssen Sie einfach für sich auch sehen, ob die Sachen für Sie funktionieren oder nicht. Und es bleibt einfach so anwenden, dass sie die Dinge, die ihnen eine gute Idee geben, rüberbringen in ihr eigenes, in ihre eigene Arbeitsart. Checkliste für effektives Lernen. Also sie sollten sich insgesamt erstmal fragen, muss ich mehr über mein Studierverhalten reflektieren? Läuft das schon gut oder läuft es nicht gut? Sie sollten darüber mal nachdenken, warum sie eigentlich studieren. Wenn sie merken, eigentlich macht es mir nicht so viel Spaß, dann sollten sie darüber nachdenken. Wenn sie merken, ich würde eigentlich viel gerne lieber was anderes studieren, dann machen sie das vielleicht auch. Oder versuchen sie, ihr Studium in eine Richtung zu bringen, welches ihnen mehr Spaß macht. Da kann man ja auch durch verschiedene Vertiefungen einfach was ändern. Überlegen, ob es irgendwelche Ängste oder Zweifel gibt, die sollten sie eigentlich ausräumen, damit sie die nicht immer stören. Dann gibt es Leute, die sehr fleißig sind, aber vor lauter Fleiß eigentlich gar nicht effektiv arbeiten. Sie stecken wahnsinnig viel Zeit rein und es kommt aber relativ wenig raus und sie sind eigentlich total geschlaucht. Sie sollten sich überlegen, wie lerne ich denn eigentlich am liebsten? Und diese Art von Lernen, die sollten sie mehr nutzen. Ganz wichtig ist, dass Sie sich anschauen, ist mein Arbeitsplatz eigentlich gut gestaltet zum Lernen und ist das die richtige Zeit, die ich da nutze. Und wenn Sie merken, ich lerne am besten abends von 8 bis 11, dann sollten Sie halt irgendwie Ihre Freizeitaktivitäten irgendwie woanders hinlegen. Und Sie merken, ich lerne am besten von 10 bis 12, dann sollten Sie vielleicht gucken, wenn es möglich ist, nicht so viele Lehrveranstaltungen da zu nehmen, sondern da vielleicht eher Sachen zu lesen. Hatten wir schon in der ersten Episode. Und dann auch schauen, ist mein Lernen aktiv genug. Einfach nur Sachen lesen, das funktioniert nicht. Sie müssen Dinge herausschreiben, Sie müssen Dinge für sich selbst in Abbildungen aufbereiten, für andere Leute aufbereiten, mit anderen Personen durchsprechen etc. Dinge hinschreiben, ganz, ganz wichtig, aktives Lernen, nicht einfach nur Dinge lesen, anschauen. Oder müssen Sie sich überlegen, ob Sie gegebenenfalls auch Hilfe von anderen brauchen. Wenn Sie merken, in bestimmten Teilen kommen Sie nicht selber weiter, dann gehen Sie auf andere Personen zu. Insgesamt fällt Lernen leichter, wenn Sie in guter physischer Verfassung sind. Klar, wenn Sie den ganzen Abend vorher auf Party waren und viel getrunken haben und wenig geschlafen, dann wird es schwerer fallen. Schlafen Sie genug und klar kann man auch auf Party gehen, aber vielleicht nicht die ganze Woche durch und vor allem nicht dann kurz vor irgendeinen wichtigen Klausuren und sonstigen Sachen, wo man einfach in bester physischer Verfassung sein sollte. Sollte natürlich lernen, fällt dann leichter, wenn Sie wirklich dann glauben, dass Sie es auch können oder Sie es zutrauen. Die Informationen sollten organisiert sein, das heißt, dass sie nicht die ganze Zeit suchen, sondern eher darauf zugreifen und nutzen. Dann wird immer so schön gesagt, Lernen fällt leichter, wenn das gesamte Gehirn genutzt wird. Also es gibt zum Beispiel die Dual-Channel-Theorie, die besagt, dass wir sowohl auditorisch, also über das Gehör, als auch visuell über die Augen aufnehmen können. Am besten funktioniert so ein Lernen, wo beide Kanäle genutzt werden und insofern sollten immer versuchen, möglichst reichhaltige Angebote in ihren Gehirn zu bieten. Wenn das Medium passt, es gibt bestimmte Präferenzen für Medien. Wenn sie
besser von der Präsentation lernen als aus dem Text. Dann gucken Sie, ob es nicht vielleicht Dinge auf zum Beispiel iTunes University als, oder auf YouTube Education zum Runterladen bietet für irgendwelche oder auch auf M-Lectures irgendwelche Präsentationen, Vorträge von Personen, die was erklären. Wenn Sie lieber lesen, dann gucken Sie in den Untiefen des Netzes nach, ob Sie dort nicht gute Texte finden dazu. Ja, besonders Spaß macht es natürlich, wenn wir das auch genießen, was wir lernen. Das ist besonders, dann fällt uns das Lernen leichter. Suchen sich also Personen, die etwas gut erklären. Das muss nicht jeden Text lesen. Man sucht sich Texte, die einen besser das Thema aufbereiten, die besser zu einem passen, genauso bei Vorträgen. Wir mit anderen zusammenarbeiten, also das heißt, sich immer wieder austauschen und wir die Cream-Strategie anwenden. Was meint Frau Quadwell mit der Cream-Strategie? Kreativ im Englischen Creativity mit C. Kreativ lernen, reflexiv immer wieder über Dinge nachdenken, effektiv organisiert, also nicht so viel Zeit verlieren, sondern eigentlich die Zeit, die man hat, nutzen und sich mit den Inhalten beschäftigen, aktiv Dinge aufarbeiten, neu runterschreiben, umorganisieren etc. Und motiviert sollte das Lernen sein. Und dann sind also 4 Stunden Cream-Lernen sind sicherlich besser als 8 Stunden total frustriert Lernen. Beispiele für ineffektives Lernen ist, wenn man das macht, obwohl man eigentlich müde und unorganisiert ist, dann sollte man es eigentlich eher lassen. Also lieber dann sagen, ich lege mich jetzt ins Bett und stehe morgen früher auf und mache was. Wenn Sie irgendwas hören oder lesen, ohne darüber nachzudenken, ohne zu sagen, stimmt das? Was heißt das für mich? Kann ich Beispiele dafür finden? Kann ich Gegenbeispiele dafür finden? Wo habe ich das schon mal gelesen, etc.? Wenn Sie sich hinsetzen zum Lernen, aber dauernd mit den Gedanken abschweifen und an was anderes denken, das ist auch sehr ineffektiv. Sie Dinge einfach auswendig lernen, ohne sie aber wirklich zu verstehen. Sie nicht um Hilfe bitten, obwohl Sie eigentlich merken, ich verstehe das einfach nicht, ich kriege das nicht hin. Dann können Sie da sehr viel Zeit reinstecken, wo Sie einfach jemanden erstmal hätte fragen können, der Ihnen das erklärt und dann können Sie es üben. Viel besser als jetzt wirklich 10 Stunden dann es nicht zu verstehen und nicht vorwärts zu kommen. Sehr gut zum Lernen ist auch, also Verbindung herzustellen. Das heißt, wenn Sie das einfach isoliert lernen, können Sie es auch sehr schlecht behalten. Und ineffektives Lernen ist auch dann, wenn Sie den Lerngegenstand nicht ins reale Leben überführen. Also was hat das für eine Anwendung in der Praxis? Wo könnte ich das einsetzen? Etc. Ja, Sie sollten Ihre Zeit organisieren. Seien Sie sich Ihres eigenen Zeitmanagements bewusst. Sie wissen, wie viel Zeit Sie brauchen, um die unterschiedlichen Arten von Aufgaben zu bewältigen. Und dann können Sie auch entscheiden, ob Sie eine Aufgabe jetzt noch machen können oder die halt jetzt nicht mehr, weil Sie das nicht mehr zeitlich schaffen. Viele Aspekte im Studium, die dauern viel, viel länger, als man das denkt. Und insofern sollten Sie auch immer Zeit für unvorhergesehene Dinge einplanen. Also knallen Sie sich nicht den Zeitplan so voll, dass Sie keinen Zwischenraum mehr haben, weil dann wird es einfach ungemütlich, weil viele Sachen dauern länger und dann treffen Sie jemanden, mit dem Sie sprechen. Das ist ein schönes Gespräch, ganz wichtig. Sie wollen sich irgendwie mit Ihrer Freundin treffen. Sie haben mit ihrem Freund eine Freizeitaktivität vorbereitet und so weiter und so fort. Sie wollen mit Freunden abhängen. Insofern planen Sie tatsächlich richtig Zeit zum Relaxen und für die Freizeit ein. Dann wissen Sie auch, die Zeit habe ich und können Sie vollkommen entspannt sein und müssen nicht darüber nachdenken, was Sie eigentlich machen müssen. Und last but not least, seien Sie spezifisch bei der Zeitplanung und überlegen sich genau, was Sie dort machen wollen. 10 Tipps gibt es noch zum Zeitsparen. Also zum Ersten, schreibe Notizen nicht neu. Das heißt, wenn Sie einmal aufschreiben, vielleicht gleich mit dem Laptop in der Vorlesung mitschreiben oder ein entsprechendes Ablagesystem nutzen beim Schreiben der Notizen Zeit sparen. Also vielleicht nicht die ganzen Sätze schreiben, sondern eher Referenzen machen, Verknüpfungen, Kurzinfos hinschreiben.
Dann speichern Sie oder legen Sie die Notizen an einer Stelle ab und notieren Sie, wo die Infos herkommen, sodass Sie nachher nicht immer wieder Sachen dann nochmal nachschauen müssen oder suchen müssen, etc. Beim Lesen, man muss eigentlich sehr viel lesen. Insofern so auf Vorrat lesen ist relativ ineffizient. Das ist auch mal schön, wenn man einfach so was lesen kann. Klar, aber das wäre dann eher Freizeit. Zum Thema Lernen sollten Sie tatsächlich die Sachen lesen, was gerade wichtig ist und da dann Zeit aufwenden. Ganz wichtig ist, wenn Sie irgendwas sich aufschreiben und sagen, das ist klasse, das kann ich jetzt irgendwie irgendwo nochmal nutzen. Notieren sich die Quellen. Sie suchen nachher sonst die Sachen ewig und das kostet dann sehr viel Zeit. Wenn Sie das vorher notieren, sind Sie da. Dann ist auf alle Fälle immer viel besser, sich das aufgeschrieben zu haben, woher es herkomme. Wenn man nur 1500 Zeichen zum Beispiel schreiben soll, dann soll man halt, also das ist gar nicht so viel, man muss sich vorher anschauen, wie viel ist denn das, wie viel habe ich jetzt schon geschrieben, mal eine Vorstellung davon bekommen. Und dann diese Word-Limits helfen einem und sagen, okay, ich schreibe jetzt einfach mal 500 Wörter dazu. Dann muss man ein Thema in diesem Umfang dann tatsächlich erfassen. Und das hilft, sich auf eine Sache zu konzentrieren und dann auch wieder Zeit für andere Sachen zu haben. Schwarze Zeit beim Denken heißt, naja, also ob man wirklich da Zeit sparen kann, aber wenn Sie irgendwelche Ideen haben, dann nehmen Sie sich ein kleines Notizbuch oder nehmen Sie die Notizbuchfunktion von Ihrem Smartphone und wenn Sie Ideen haben, tun Sie die einfach aufschreiben und notieren. Beim Organisieren von Informationen können Sie auch Zeit sparen, indem Sie zum Beispiel Post-its benutzen und können dann die Aufgaben wieder neu, die Informationen neu organisieren, müssen sich immer wieder neu aufschreiben. Ja, sparen Zeit beim Schreiben, zum Beispiel dadurch, dass man wirklich auf dem PC schreibt und das hat man dann und das kann man dann auch wieder weiter verwenden. Zur Ideensammlung, Ideenentwicklung denke ich, dass es tatsächlich häufig für viele Menschen auch besser ist, einfach handschriftlich zu arbeiten. Handschriftlich hat auch einen Vorteil beim Aufschreiben von Informationen, dass man es auch besser lernt, wenn man es einfach haptischer macht. Also handschriftlich schreiben ist eine andere Sache als Tastaturschreiben. Also gibt da so ein bisschen Pro und Contra. Und immer wieder vermeide doppelte Arbeit. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch sich einen Studienpartner, Studiengruppe suchen, wo man bestimmte Sachen sich aufteilt und dann lieber die Zeit nutzt, um intensiv mit den Dingen, die dann dort zusammengesucht, getragen worden sind, zu arbeiten. So viel zum Thema Tipps zum Zeitsparen. Sicherlich haben Sie auch noch ein paar. Diese Episode also keine Tools, sondern nochmal ganz komprimiert ein paar Tipps, damit Sie besser lernen. Ich hoffe, für Sie ist was dabei gewesen. Können gerne Kommentare schreiben, was Sie sonst noch so machen, um effektiv zu lernen und was vielleicht für Sie auch gar nicht funktioniert. Ich bedanke mich und dann ist es damit zu Ende für für dieses Modul. Alle drei Episoden sind da und mal schauen, was Sie so daraus machen können. Tschüss.